Und jetzt haben wir den wohl wieder auf die Fresse. Und dann hätten wir das auch. Weil ich weiß nicht, wie sich die neue Quest aktiviert. Ich denke ja immer noch durch diese antike Maske hier. Hier. Ich habe die Haihaut immer noch nicht gefarmt. Ich weiß. Muss ich aber noch. Ich muss noch so viel machen. So. Ach, ihr seid alle noch auf See. Na gut, von mir aus. Habe ich da wohl eine Weile länger eingeplant. Bei denen. So. Was hast du mir anzubieten? Honig, Schlafkraut und Lehmpilze. Kann man nie genügend davon haben. Ist richtig so. Ich habe nicht nachgeguckt, ob eins davon fertig war. Muss ich kurz. Das ist ein bisschen blöd, dass man es nicht genau sieht, ob da irgendwas fertig war. Ist aber nicht. Okay. Also man sieht es natürlich am nächsten Tag, wenn da nichts angebaut wurde, aber dadurch verliert man halt einen Tag. Man kann jetzt sagen, dass es nicht so wichtig wäre, den einen Tag zu verlieren, aber ein Tag ist ein Tag. So. Und wir nehmen jetzt ein paar Megatränke mit. Kaltgetränke auf jeden Fall. Und legen ein paar Sachen ab. Und zwar nehme ich die alten Spitze. Also die alten legen wir auf jeden Fall mal ab. Die Frage ist, ob wir neue mitnehmen. Ich denke aber eigentlich nicht. Ja. Der Volvidon. Ich weiß nicht. Also das erste Gebiet ist ja fest. Das heißt, da muss ich bloß lang genug suchen. Aber wie er sich durch die anderen bewegt, das weiß ich nicht. Könnte sich ein bisschen wieder. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Ich weiß bloß seine Schwächen. Und das ist Wasser und Eis. Was ich mir schon fast gedacht habe. Weiß jetzt also nicht, ob er sich irgendwie seltsam durch die Gebiete bewegt. Aber ich habe ja Farbbälle dabei. Und wenn nicht, dann muss ich halt suchen. So. Abwehr, Gleiter, Gleiter, Dungmeister. Dann nehmen wir doch die Abwehr. Ach, das ist das? Oh, das ist super. Das gefällt mir gut. Ja. Ich bin wirklich mal gespannt auf den Volvidon. Was denn jetzt das von Vieh ist? Ich dachte schon, da käme jetzt was Neues dazu. Nee, aber es ist eben noch nur der Volvidon. Volvidon im Visier. Vor allem fehlt ja noch eigentlich der große. Hier, da, weil ich es gerade gelesen habe, der große Uroktor. Das war ja der Agnaktor früher. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob der Volvidon jetzt den Agnaktor ersetzt. Aber eigentlich ja nicht. Weil der fehlt ja eigentlich auch immer noch. Ich habe zu viele Kaltgetränke mitgenommen, verdammt. Deo, oh Gott, was kann der machen, dass ich da ein Deo brauche? Was bringt ein Deo hier? Hilft gegen Gestank nach dem Wurf, wo riecht eine Wolke aus? Ja, das weiß ich, aber was hat es damit zu tun? So ein Deo kenne ich normalerweise bloß vom Kungalala. Oh, okay. Ich bin gespannt, was das für ein Vieh sein soll, dass es mich mit irgendwas Stinkendem bewerfen kann. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon irgendwie keinen Bock drauf. Okay, bist du in Gebiet 7? Nein. Aber ich sollte vielleicht mal ein Kaltgetränk trinken. Und meine beiden Verbesserungen. Dann bist du in Gebiet 6. Ja gut, 6. Toll, danke. Gebiet 6, 5 oder 8. 10 nicht, weil 10 ist normalerweise ein Schlafgebiet. Also ich würde sagen 6. In 8 wird es nicht sein. Nee, auch nicht in 6. Wobei 6 schon mit den Steinen so ein bisschen aussieht, als könnte man hier später noch ein bisschen kämpfen. Weil explosive Steine und Rhinoplos und sowas, das kann auf die Nerven gehen, deswegen ist es ein super Kampfgebiet. 5.
Ach nein, das scheint der... Der Langombi des Feuers zu sein. Also der... Der Vulkan-Langombi, der Vulkan... Azuros. Eins von den Viechern. Ja, genau, diese... Diese kleinen Viecher, die es in jedem Gebiet gibt. Der Nibelsnarf war ja so ein bisschen auch gut. Der Nibelsnarf war ein großes, Dechsel? Keine Ahnung, oder... Ach du große Güte, oh, was das für Angriffe hat. Das geht mir jetzt schon ein bisschen auf die Nerven. Es ist... Oh. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Danke. Aber wieso ist das denn... Wieso leuchtet das jetzt nicht mehr so? Ach so, weil es vielleicht in der Lava stand. Kann sein. Ach, und dieses, diese Spucke, die lähmt erstmal. Lass mich. Oh Gott, au. Okay, er macht nicht viel Schaden, kombot aber gern. Das heißt, mit der Zeit. Aha, okay. Du gehst mir jetzt schon tierisch auf die Nerven, mein Freund. Wow. Okay, und der Zungenangriff, natürlich. So. Kriege ich dich denn irgendwann mal zum Stehen bleiben? Ja, genau hier. Och komm, das waren Zentimeter, Millimeter vielleicht sogar. Aber das Vieh sieht jetzt vor allem, glaube ich, mit dem Eisschwert jetzt auch nicht so schwierig aus. Aua. Zu früh gefreut. Nee, aber es sieht jetzt nicht wirklich so schwer aus. Das könnte die Gaswolke, würde ich sagen, sein. So, dieser Lähmangriff ist halt mies. Das ist toll. Ne, ich nehme noch kein Deo. Den Gestank kann ich so aushalten. Ja, genau. Kämpf gegen die Luft. Immer sehr gut. Ist halt immer ein bisschen gefährlich, vor allem wenn dann halt so ein Lärmangriff noch dazu kommt. Das Vieh ist echt mies, muss ich sagen. Also von den drei bisher wirklich das Gefährlichste. Ich sage jetzt mal tatsächlich von den drei, weil der Nibelsnarf zählt nicht dazu. Er zählt so ein kleines bisschen dazu, aber nicht unbedingt. So, voll auf die Zunge. Das soll mir nicht gut wehtun. Na komm. Dankeschön, endlich mal wenigstens weiß. Hallo, kann das stinkende Zeug hier mal bitte weggehen? Oder geht es wirklich bloß durch ein Deo weg? Nee, oder? Na gut, das hat sich eh wieder resettet. Toll. Da. So. Jetzt kann ich ja auch endlich wieder ein bisschen normal kämpfen. Meine Güte. So, ich denke, mehr als gelb werde ich hier nicht schaffen. Also weiß ist ja, glaube ich, schon die Obergrenze. Am Elan. Oh, schade. Ich dachte, er hat sich da so ein bisschen festgefahren. Ah, nein. Schlechte Idee. Na gut. Aber ich denke, das wird jetzt auch nicht so ewig machen. Da ist er gerade umgefallen. Aber er kann sich ja, glaube ich, verbullen. Hä? Habe ich ihn nicht gefarbballt? Habe ich oder habe ich nicht? Wäre nämlich die Frage, ob er sich dann davon lösen könnte. Aber ich glaube, der rollt eh bloß von Gebiet zu Gebiet und kann sich nicht wirklich verbuddeln. Oh Gott. So zum Beispiel. Und so. Okay. Von mir aus. Ach. Oh, hä? Der macht manchmal Sachen? Da denke ich manchmal, er fällt hin und manchmal denke ich nicht, dass er hinfällt. Und mir geht es hier wieder tierisch. Vor allem, dass ich hier unten dann lande. Das ist natürlich wieder toll. Dass wir hier sind, wir wieder hochklettern können. Kann das Vieh das jetzt bitte mal aus der Ecke rauskommen? Komm mal her, Kleiner. Dankeschön. So. Okay. Das hat eine verdammt lange Aufladezeit. Oh Gott, nein. Und da rollt er einfach mal durch die Lava. Gut, okay. Von mir aus, und es war klar, dass sein Gebiet 6 geht. Ich dachte zwar nicht, dass es so eine Kugel ist, aber... Ja. Ach ne, er geht sogar, glaube ich, gleich weiter in Gebiet 7, oder? Tut er oder tut er nicht? Ne, tut er nicht. Aber ich kann ihn jetzt gegen die Steine locken. Komm mal her, du. Komm her, du. Na, komm her. Du willst es doch auch.
her. Ja. Sehr schön. Das war längst nicht so spektakulär, wie ich dachte. Oder wie ich es erhofft hatte, aber naja. Dich kriege ich. Verdammt. Ich dachte eigentlich wirklich, dass ich das Rhinoplast dann noch bekomme. Ach ja, roll dich halt in die falsche Richtung. Aber wenn ich das Vieh so sehe, da kommt mir schon wieder ein anderes Vieh, das wir schon mal gesehen haben auf der Steinsammelquest. Aber darauf habe ich auch so keinen Bock, wenn ich gerade so dieses Rollen sehe. Ja, pack die Waffe weg. Das Beste, was du tun kannst, wenn ein Monster direkt neben dir steht. Aber super, Zieh-Kombo. Jo, war jetzt nicht so spektakulär. Oh Gott. So. Du humpelst doch nicht schon, oder? Humpelst du? Das kann aber gut möglich sein, dass du humpelst, mein Freund. Also es wird nicht reichen, die jetzt aufzustellen. Er sollte sich aber hier nicht dran vorbei bewegen können, oder? Ah, ich bin gespannt. Komm, 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 komm. Wunderbar. Und ja. Nach 5 Minuten. Wow. Ja, hier wieder Kayambas. Zorniger Zornschrei, was weiß ich. Nach 5 Minuten das Ding geplättet. Sehr schön. Ich muss ja auch halt einfach sagen, dass diese Eisklinge, also diese Reifklinge, die ist so böse. Ist so unglaublich böse. Was braucht man für die Erweiterung dafür? Aber ich glaube, da braucht man heftige Sachen. Ich hab's aber vergessen. Nee, ich hab's wirklich vergessen. Das war die Reifblüte, glaube ich. Die hat mir im Let's Play noch gar nicht gesehen. Also die theoretische Erweiterung. Aber ich komme nicht mehr drauf, was man dafür braucht. Wahrscheinlich irgendein Eiszeug. War das Zeug, wovon ich... Ich muss mal nachgucken. Weil die Waffe gefällt mir echt. Zwar macht sie nicht so tolle Geräusche wie der Windschnitter, aber... Und nee, der Windfresser. So, was denn? Ich glaube, es war der Windfresser. Aber sie ist halt extrem stark. Da kann ich halt nichts dagegen sagen. Da kann der Windschnitter noch so toll sein. Volvidon-Panzer. Hitzebeständiger Volvidon-Panzer. Auch kochende Lava kann ihm nichts anhaben. Ja. Volvidon-Klaue. Klaue von einem Volvidon-Vorderbein. Erhöht die Kraft eines weiten Hiebs deutlich. Ah. Klaue, Klaue, Zacken. Gezackter Panzer von Volvidon-Rücken. Elastisch, daher gut für flexible Ausrüstung. Das könnte eine interessante Ausrüstung sein. Haben wir noch wohl wieder einen Panzer und einen Lärmbeutel. Sehr schön. Roter Roller. Und damit schauen wir jetzt mal, ob wir ein paar neue Quests freigeschalten haben. Beziehungsweise wieder ein paar Gespräche. Wahrscheinlich, ja. Und ein paar neue Quests. Ja, nee. Okay, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Und die heißt, ja, wir sind jetzt vorerst mal fertig mit den Quests. Oh Gott. Das heißt, ich darf hier jetzt die Maske hier bauen. Hier, die antike Maske. Und dann darf ich ein Vieh erledigen. Das Vieh, von dem unser Chacha ja erzählt hat. Und es wäre damit... Eigentlich, also früher, war die Quest dann das Ende von der Dorfstory theoretisch. Dann gab es hier bei den Fragezeichen gab es noch 4 oder 5 spezielle Sonderquests, die alle eine schwerer war als die andere, aber das war's dann halt mit dem Dorf. Und ich glaube, das ist hier ähnlich. Das heißt, dann geht's jetzt schon in die Stadt. Also was heißt jetzt schon? Wir haben uns hier lange genug im Dorf aufgehalten, so viel kann man jetzt mal sagen. Aber trotzdem... weiß nicht. Ging es jetzt, glaube ich, relativ flott. Also beziehungsweise es fehlen halt noch so viele Monster. Allein schon der Rathalos, der fehlt. Das ist halt auch mein größtes Problem, kann ich ja auch kurz anmerken, dass ich hier einfach keinen Rathalos bekomme im Dorf, ist mein größtes Problem im Moment. Weil ich habe das eigentlich so geplant, dass ich jetzt die Rüstung nehme und mit der dann so lange mache, bis halt ein Rathalos kommt, weil in Try zumindest war die Rathalos-Rüstung super gut.
Und deswegen habe ich mir halt gedacht, mache ich die hier auch wieder. Und ja, jetzt kommt hier halt einfach kein Ratte los. Das ist das Problem. Und ja, ich weiß dann auch nicht, wann die geplant haben, Ratterlust zu. Ich wollte jetzt mal gucken, was die Reifblüte. Also ich will jetzt noch kurz die Haihaut holen, dann können wir das vielleicht noch kurz machen hier. Ist jetzt nicht so schlimm, da kurz hinzuschwimmen. Was tue ich denn? So, hier, Reifblüte. Karabalit und Frierbeutel. Aha. Karabalit kriege ich ja immer noch nicht. Und Frierbeutel. Ein Frierbeutel, weiß nicht, ob man den theoretisch auch vom Großbuggy bekommen könnte. Nee, dafür bekommen wir Schlafbeutel, stimmt. Schade, haben wir eine neue... Ha, ein neues Langschwert. Nein, okay. Haben wir eine neue Rüstung? Wolvidon, genau hier. So, ja, minus 1 auf Eis bloß, okay, aber trotzdem hat es gut Schaden gemacht. Angriff plus, Bebenabwehr plus, Kälte minus, Ausweichen plus, das wäre eine Rüstung, die könnte man sich anschauen. Aber ich meine, 16, geht hier irgendwie vergleichen? Was war denn das? Liste ändern, hä? Achso, jetzt kann ich bloß, okay, aber ich glaube, ich habe im Moment auch 16. Halt. Ja, ich habe auch 16. Zwar ist jetzt meine im Moment gemaxt. Das heißt, ich bräuchte jetzt die nächste Stufe der Rüstkugeln. Also ich habe jetzt mit Rüstkugel Plus so lange gemacht, bis es nicht mehr ging. Und ja, die hatte von Anfang an 16, aber ist jetzt auch nicht so super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Sachen, die ich hier habe, hier kritisches Auge plus 2, Schnellschärfen und Windsicher, das ist so gut. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und wenn es jetzt doch so gut immer noch geht mit einer besseren Waffe, also wenn ich halt wirklich meine Waffen so lange in alle möglichen Richtungen aufbessern muss, bis meine gute dabei ist, beziehungsweise ich einfach in den Waffenbaum kurz reingucke, was ich übrigens bei der Reifklinge nicht gemacht habe, was ich allgemein und nicht wirklich gemacht habe. Hallo Königslud drauf, dich erledige ich jetzt nicht, weil ich gerade keinen Bock auf dich habe. Also, hab ein schönes Leben. Vielleicht prügelst du dich ja mit meinen Schakalakas rum, aber ich lass dich in Frieden. Ich hoffe, hier gibt's jetzt überhaupt Haie. Ich denke eigentlich schon, die schwimmen hier immer rum. Und ich brauche ja bloß eine Haihaut. Das wird ja schon irgendwie zu finden sein. Hoffe ich. So, mehr Ludrofe. Ich glaube, ein Großjagi wäre hier noch. Oh, ich hoffe, das war dann die richtige Moga-Prognose, die ich da noch im Kopf habe. Obwohl ich sie mir eigentlich nicht angeguckt habe, aber hier können jetzt ja auch Ratiane können hier jetzt, glaube ich, sein. Ja, doch, genau. Und auch Lagiakrusse. Lagiakri, ach, was weiß ich, wie die Mehrzahl von Lagiakrus ist. Zumindest die Viecher auch. Und das gefällt mir nicht ganz so gut. Ich hoffe nur, gut, okay, von der Ratian bin ich hier jetzt sicher, das ist klar, aber die Angriffsstärkung brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, naja. Aber vom Lagiakrus hätte ich jetzt so ein bisschen Angst, vor allem, weil er mir die Haie vertreiben könnte, beziehungsweise einfach plätten. Und vor allem hoffe ich, dass es in Gebiet 10 jetzt Haie gibt, weil hier war ja schon mal nichts mit Hai. Ansonsten, jo, keine Ahnung, wo ich dann Hai bekommen würde. Sag mir nicht, dass es ja kein Hai gibt. Ach, weil es dieser blöde Königslud drauf da ist, oder was? Wirklich? Oh, kein Hai für mich. Zurück zum Dorf, ja. Toll. Das hat ja super funktioniert. Da wollte ich kurz die Haihaut holen. Oh Mann. Weil ich dort die nächste Quest aktivieren wollte. Ja, machen jetzt eigentlich nicht mehr aktiv, aber aktivieren wenigstens. Was kommt denn heute? Ein Königsludorf. Super. So, dann machen wir es jetzt ganz einfach. Haben wir hier irgendwo eine Quest? Farmhelfer Innereien zum Abend, eine Rezeptur, Goldenfischchance, verschwunden Schätze.